guten Morgen, Dienstag, der 27.8. Es ist jetzt 5 vor 8, wir sind schon fleißig. Michael ist wieder zur Arbeit und wir sind immer noch da. Prost. Getränk des Tages ist heute Chai Latte. Gestern war es Ostfriesentee. Hallo, lieber Grill-Junkie, liebe Freunde. Ich zeige euch mal den Fortschritt momentan. Also hier innen, der Boden, der ist also zu, 70% ist der gelegt. Da kommt später der David noch und macht da fertig. Der hat sich schon angekündigt. So, von außen haben wir also auch schon fast fertig gestrichen, das zweite Mal gestrichen. Also auch hier diese Schattenfugen links und rechts, da haben wir ein paar Pinsel verschlissen. So, ein bisschen aus der Entfernung. Die Farbe ist also gleich geblieben, also fast gleich. Also kaum dunkler geworden nach dem zweiten Anstrich jetzt, das ist ganz toll. Dann gehe ich mal um die Kurve. So, hier wird noch gestrichen. Wenn diese Seite fertig ist, dann sind wir fertig, oder? Dann sind wir durch. Dann ist der zweite Anstrich komplett durch. Dann, ja. Ja, hier unten fehlt noch die Messinggitter. Wird jetzt alles dann fertiggestellt, die nächsten Tage. Oben die Spitze dann noch. Ja, aber wir heute für unseren Teil sind also gut in der Zeit. Jetzt ist es 11 Uhr, 5 Minuten nach 11 und der zweite Anstrich ist fast fertig. Ja, wir haben heute ein bisschen früher angefangen, weil es gestern so heiß geworden ist. Zwischen Mittag und 14 Uhr, 15 Uhr war es also furchtbar heiß, deswegen haben wir heute ein bisschen auf die Tube gedrückt. Haben wir also ein bisschen früher angefangen und ja, dafür sind wir jetzt schon mit dem Anstrich fertig. Jetzt kommen noch die Bodenplatten, müssen wir jetzt noch herrichten und hinten diese, aber da filme ich jetzt nicht hin. So, da sind noch diese Blumenkästen, die haben wir gestern noch gestrichen, die kriegen jetzt dann auch noch den zweiten Anstrich. Und hier die Türklinke, naja, Klinkegriff, der Türgriff, der muss noch festgeschraubt werden, den können wir momentan auch noch nicht anfassen. So, die Mutti hat gerufen, der David ist angetrabt, ich finde es total spitze von ihm. David, vielen, vielen Dank dafür. Kein Problem. Gibt es einen Steak extra? Zwei. Zwei? Kein Problem, kriegst auch zwei extra. Und schon geht das voran, also. Grand ist Grand, das ist so. Das geht aber nicht weiter. Also hier wird Klauenkabel einzogen. Hurra! Und hier ist das Kabel. Jo. So. Und nun kommt Stromkabel rein. Bis jetzt läuft das schon ganz gut. Der David. Jo. Schiebt es jetzt. Dann wechseln wir die Location. So, und allen Widersachen zum Trotz, hier kam das Stromkabel hoch. Juhu! Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sieht, aber das ist das letzte Brett vom Boden.
So, ich heiz jetzt mal den Raketenofen an. Dann gibt es nachher Kaffee vom Perkulator. Ja, hier wird überall gearbeitet. Und hier steht jetzt der Perkulator drauf. So, der David macht hier die letzten Leisten rein. Das Kabel ist auch schon reingelegt. Hier wird auch noch fleißig gepinselt. Die Windmühle ist auch schon angemalt. Und den grünen Polo haben wir auch gleich in der Farbe der Grillkota gestrichen. Fast identisch. Ja Leute, sogar mit der Elektroinstallation geht schon los. Ich hoffe, dass so gute Aufnahmen wie gestern gemacht worden sind, während ich in der Arbeit war. Ich bin echt nicht zufrieden, was vorangegangen ist. Und alles Weitere kann man ja dann später noch bequaken. So Freunde, also ich hoffe ja, dass die Videoaufnahmen wieder so geil sind wie gestern. Danke euch nochmal übrigens. Bitte. Also gestern war es echt perfekt. Wenn es heute wieder so gut ist, gibt es wieder ein schönes Video. Hälfte vom Video wieder ohne mich, ganz klar, leider. Ich habe jetzt angefangen, die Dosen hinzuschrauben und die Verteilerdose. Da muss ich morgen schon wieder in die BayWa fahren. Ich brauche noch Vago-Klemmen. Fünffach, da habe ich glaube ich keine mehr, leider. Aber die LAN-Dose werde ich heute noch anschließen. Der David hat schon gesagt, er kommt dann morgen wieder vorbei. Wird die Bänke reinmachen, hinschrauben und teilweise von den Verkleidungen schon. Und die Randleisten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da wird der Sascha dann wieder fleißig mitfilmen. Hoffe ich. Ja, ich klemme das jetzt noch an, dass der David eben dann die Randleisten setzen kann, habe ich dir schon gesagt. Oh Mann, war ein langer Arbeitstag heute wieder. Und morgen bis 12 Uhr soll die Dachpappenrolle kommen. Dann werden wir morgen auf alle Fälle das Dach komplett zumachen. Und so weiter und so fort, etc. pp. Na, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, ich gehe jetzt rein, schließe die Dosen fertig an und dann schleife ich den Boden ab. Oder auch der Sascha, der hat sich da auch angeboten. Und dann werden wir den Boden nochmal lasieren. Und heute mache ich wirklich noch eine Weile. Heute bin ich nicht so kaputt wie gestern, weil gestern war ich wirklich mausfix und alle. Ja. Und dann werden wir das heute schon soweit fertig bringen, was wir noch vorhaben. Oder? Yeah, wir schaffen das. Okay. Wie geil ist das denn schon wieder? Oh, geil. Was ist das? Steak Omelette. Okay, wunderbar. Mein Gott, was ist das jetzt wieder hier? Das hat es aber jetzt nicht abgeschnitten. Da muss ich schon mit einigermaßen Kraft. Ah, okay. Fixt. Leicht andrücken. Ja, ist das geil, Leute. Da war so ein Werkzeug dabei. Da kann man optimal die Kabel da reindrucken. Wie geil ist das denn? Wo ich damals vorne meine LAN-Dose gemacht habe. Mei, habe ich mich da abgefickt. Mei, das ist ja ruckzuck passiert. Das ist ja nur noch geil. Einlegen. So rum. Ha, geil. Ich habe schon
gewundert, was ist das für ein Ding, was dabei ist, für ein Werkzeug. Wenn man Glück hat, haben sie dann alle Kontakt. Wieso sagst du, wenn man Glück hat? Ja, manchmal, da schneiden die nicht richtig. Aber gut, die haben das vielleicht auch schon verbessert inzwischen. Ich habe das früher noch viel mit ISDN. Also Leute, heute habt ihr mich richtig erwischt, dass die Kabel schon drin waren. Also da habe ich mal richtig blöd geguckt. Ja, Freunde, ich habe doch noch ein paar Vakuumklemmen gefunden. Wunderbar, das heißt, ich kann wenigstens die Steckdose noch hier anklemmen und eventuell gehen wir draußen dann noch auf den Verteilerkasten und klemmen das dann auch noch an. Dann haben wir hier eine funktionierende Steckdose halt noch. So Leute, die LAN-Dose ist dran. Da ist bloß die eine Seite im Betrieb jetzt dran, wenn es angeschlossen ist, das Kabel. Steckdose und hier jetzt die Steckdose schon mal an das Kabel mit angeschlossen. Gut so. Deckel drauf erst einmal und wenn es mit der Elektrikerin weitergeht, kriegt sie das auf alle Fälle gleich zu sehen. So, lecker gegessen. Hier sieht es jetzt erst einmal so aus. Von der Verteilerdose gehen dann noch die anderen Stromkabel weg. Das kommt aber dann zum späteren Zeitpunkt. Von der LAN-Dose zum Repeater geht dann natürlich auch noch ein LAN-Kabel rüber. Ja, und dann haben wir hier ordentliches WLAN. Und jetzt gehe ich rüber und tue oben den Strom anklemmen. Ja, erstmal die Kabelrollen ein bisschen abrollen, dass sie ja, bis das eine bis zur Dose geht und das andere lasse ich halt da dabei hängen. Ja, wie gesagt, das geht dann komplett über. Aber jetzt erst einmal Kabel hier hoch. So, ich stehe auf der Leiter. Das Kabel ist hier rumgelegt. LAN-Kabel geht, wie gesagt, nach oben dann weiter. Und das werde ich hier jetzt einbinden. Und ja, ich vermute, in dieser Dose wird mich gleich der blanke Horror empfangen. Oh mein Gott. Naja, hilft nichts. Klabuste ich jetzt mal raus, wo der Strom herkommt. Hier. Dieses Kabel hier ist der Strom. Schauen wir, was Phase ist und was Nullleiter ist. Ja, und dann klemmen wir das andere Kabel ein. So Leute, mit eingebunden ist es. Ja, Anteil durch die Vakuumklemmen ersetzt. Bei den anderen, wo nicht so viel Kabel in der Lüsterklemme war, habe ich so mit eingebunden. Und Deckel zu, Sicherung an, gucken, ob wir in der Kota Strom haben. Drin bleiben tun die Sicherungen einmal. Ja, die Grillkota ist herausgeschliffen worden. Der Sascha ist da mit einem Schwingschleifer gerade schön drüber. Sieht doch, ja. Schaut doch wunderbar aus. Und ich muss mich jetzt hier zu der Steckdose rüberhangeln. So. Na? Na? Da bin ich ja mal gespannt, ob das WLAN-Kabel ausreicht, was bis jetzt hängt. Ja, ansonsten kriegt das Teil ja noch ein richtiges LAN-Kabel. Gucken wir mal, ob er ja, irgendwas findet, wo er sich verbinden kann. Ha! Du schon wieder! Ja, ich glaube, das reicht. Dann Farbe und einlassen. Irgendwas hat doch da gerade Piep gemacht. Hört das auch schon wieder mit der Cam? Tja, wie ich schon gesagt habe, heute halte ich ein bisschen länger durch. Sprich, ich lasse hier jetzt noch den Boden noch ein zweites Mal. Aber dann ist für heute auch Feierabend. Wie spät haben wir es eigentlich, Sascha? Weißt du das zufällig gerade? Na, hab jetzt halb neun vorbei. Halb neun schon, verdammt nochmal. Egal, der Boden wird jetzt nochmal einlassen. Und dann gibt es ein kurzes Schlusswort von mir und dann gehe ich ein neues Video bearbeiten.
So, Freunde, 21.20 Uhr gleich. Der Boden ist noch einmal komplett durchlasiert, also das zweite Mal, das müsste normal reichen. Tja, was soll ich sagen? Ich bin äußerst extrem zufrieden, was hier heute vorwärts gegangen ist, was die fleißigen Helferlein alles gemacht haben ohne mich. Ja, natürlich bin ich froh, dass ich sie habe und ich finde es mal richtig geil, dass sie so viel mithelfen. Ja, jetzt gucken wir, was morgen weitergeht. Ihr werdet es wahrscheinlich, nein, ihr seht es auch erst, wenn es ich gesehen habe. Aber ich sehe es dann erst beim Video bearbeiten, wie sie es gemacht haben. Weil morgen wird wieder gefilmt, während ich nicht da bin. Und ja, wir werden sehen, wie weit wir kommen insgesamt. Die Dachpappe soll morgen kommen, die werde ich dann am Abend hochmachen. Und die Kappe oben drauf, das Kaminstück oben rein, hier oben dann noch die Bretter rein. Ja, das sind dann so Kleinigkeiten, die werde ich noch machen. Und ja, ich glaube mal, der Rest wird gemacht morgen. Gut, das war's dann für heute. Leute, wir sehen uns dann morgen. Ja, und alle anderen auch wieder. Ciao.